Hans-Uli Lehmann, drei Fragen, drei Antworten. Es ist schon bald Weihnachtszeit. An was im Speziellen erinnerst du dich aus deiner Kindheit? Ja, Weihnachten war immer ein Highlight, natürlich bei allen Kindern. Das war bei uns auch so. Es ist interessant, ich mache mich an ein Highlight ganz besonders erinnern, wo ich einen Tieflader geschenkt bekommen habe, also ein Auto. Und mein Bruder, Dani, der nur 13 Monate jünger ist als ich, der hat einen Esso-Tankkastwagen bekommen. Und da mag ich mich noch erinnern, als ob das gestern gewesen wäre. Das ist so ein Wunsch in Erfüllung, kann man mal einen kleinen Lastwagen-Chauffeur zu sein. Das mag mich sehr gut erinnern. Aber Weihnachten ist natürlich einfach eine tolle Zeit, wenn man zusammen als Familie. In der Riveralp gibt es jetzt wieder Fondue und Raclette. Auf welches Lebensmittel könntest du grundsätzlich nicht verzichten? Fleisch. Ich bin ein Fleischsteiger und ich stehe dazu. Ich habe enorm gerne Fleisch. Aber natürlich alles im Mass. Ich habe gerne einen Teller Salat. Aber Fleisch liebe ich schon. Die Mitarbeiter haben auch in diesem Jahr wieder Außergewöhnliches geleistet. Was schätzt du an deinen Mitarbeitern? Dass ehrlich sind mit mir. Dass man sagt, wenn ich etwas gut gemacht habe. Und dass man aber auch sagt und den Mut haben, wenn ich etwas nicht so gut gemacht habe. Also ich schätze am meisten, dass wir Mitarbeiter und ich das Klima von der gegenseitigen Wertschätzung haben. Das ist das, was man am besten gut tut. Und ich glaube, das ist auch das, was einem durchtreibt. Gerade die Zeiten, die jetzt, wo wirtschaftlich einfach, die letzten zwei Jahre sind schwierig gewesen. Immer ein Auf und Ab, zu, auf. Und jetzt stehen wir wieder gerade vor der Situation, wenn wir in Zukunft wieder alles zutun. Dann ist wichtig, dass man sich gegenseitig vertraut und weiss, was man hat im Gegenüber. Danke vielmals. Gern geschehen.